in diesem Video. Jawohl! Das war gerade extrem viel Glück, weil ich habe ihm auch wieder gesagt, ey, bitte, stun die Tristana. Was macht er? Er springt wieder auf den Pike. Aber die andere war ja so dull und ist mir unter den Tower gefolgt. Aber ist okay, ich möchte jetzt mal nichts sagen, es hat geklappt. So, damit haben wir herzlich willkommen zu einem weiteren Poaching-Video. Und Leute, ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall dran, weil wir haben schon mental schwache Mates. Und den Gegner, der early recht stark ist, bedeutet, wir sollten hier nicht allzu viel verkacken. Ein paar Sekunden später. Oh ne, jetzt kommt wieder die ganze Gang. Okay, aber das haben wir gut gelöst. Bis er sich treffen lassen hat. Wir geben sicher nicht auf. Perfekt. Ja! Schön! Endlich hat er es verstanden! Endlich geht er nicht mehr zuerst auf den Pike! Ich habe leider eine schlechte Nachricht für euch. Aber auch eine gute. Ja, wobei, die gute ist fairerweise nichts im Vergleich zur schlechten. Aber ich habe trotzdem eine gute. Eine Rocket? Ja. Und Leute, ich würde sagen, wie immer natürlich, falls euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Und falls ihr irgendeinen Kommentar schreiben möchtet, dann macht das natürlich sehr, sehr gerne, weil ich lese mir die Kommentare wirklich immer durch und antworte eigentlich so gut wie immer darauf. Und ansonsten würde ich sagen, genug der Einleitung. Mal schauen, was das Game noch so für uns zu bieten hat. Was hat das sein jetzt hier wieder für Sidequests? Wir haben dann 2-8 Jungler und 2-5 Toplaner. Und natürlich wieder eine gute Botlane, die vielleicht in Mitleidenschaft gezogen wird wegen denen, aber das ist ja zweitrangig, ne? Hört doch auf mit diesen Aufgeb-Scheiß-Dingern hier. Ja, Gwen ist immun. Ich liebe diesen Text. Ja. Cooler Champ. Ich habe jetzt ein 700er Kopfgeld abgegeben. Das ist natürlich nicht so geil. Aber jetzt können wir vielleicht den ersten Drachen endlich nehmen. Ui, yo. Ui, 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 ui. Ich verstehe es nicht, für was sie spielen. Ich verstehe diesen Saiyan einfach nicht. Ich dachte jetzt, der macht hier ein paar Teamfights oder so. Auf einmal rennt er auf den Inhibitor rauf. Hört doch auf mit der Scheiße, ey, wirklich. Ach, und übrigens, das möchte ich jetzt auch schon mal direkt am Anfang des Parts gesagt haben. Falls ich irgendwie ein bisschen cooked klingen sollte oder halt nicht ganz so energiereich wie normalerweise, dann liegt das ganz einfach daran, dass ich halt einfach auch cooked bin. Also, ich sag's mal so, die Woche war sehr, sehr ermüdend irgendwie, weil ich bin die ganze Zeit angeschlagen, so halb krank rumgelaufen. Hab Prüfungen verschissen, die ich gehabt habe, so, und hab heute auch einen recht langen Tag gehabt eigentlich, auch einen recht nervigen Tag, um ehrlich zu sein. Und ich möchte mich jetzt hier irgendwie auch gar nicht beschweren oder sonst was. Aber einfach, dass ihr es wisst, falls ich cooked klingen sollte, dann liegt es ganz einfach daran, dass ich auch einfach cooked bin. So. Aber ich würde sagen, muss man doch mal diese kurzen paar Momente hier um über ein Thema zu reden, was uns gefühlt das ganze Project Jinx über begleitet hat. Und zwar das Saiyan. Schön gehittet. Gekriegt, perfekt. Jetzt gehen wir noch auf die Tristana. Ich muss am... Ja, die will mich anjumpen. Aber die ist blöd. Die ist wirklich blöd. Das sind die Traps schon seit 10 Jahren sichtbar und die läuft da noch rein. Ich weiß nicht, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne diesen Tower hier nehmen. Und eigentlich auch noch ein bisschen gern anfangen zu plaudern, weil das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen. Und zwar würde ich gern mit einem Thema beginnen, was uns eigentlich schon über das ganze Project Jinx über begleitet hat. Und zwar unser Rang aktuell. Und das ist auch, by the way, so mäßig die schlechte Nachricht, die ich für diesen Part hatte. Und zwar weiß ja vielleicht der ein oder andere, dass wir im letzten Part einen Schritt vorwärts machen konnten, Richtung Silber 2. Das sind sehr, sehr komische Kämpfe hier. Ich werfe jetzt einfach mal eine Rocket runter, vielleicht treffen wir was. Ja, war es sinnvoll? Nein. Ja, auf jeden Fall, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das schon im letzten Part erreicht haben, dass wir halt nach Silber 2 aufgestiegen sind. Oder... Oh ne, das ist die Gwen. Ey, yo! Die Pässe für 1000 Damage. Die hat uns ja alle auseinandergeschnitten. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir sicher nicht. Okay, Drake ist ab. Das ist Soul für die, actually. Mach mal auf schnell. Und dann verpissen wir uns auf schnell. Schnell, auf schnell einfach machen und dann abhauen. No need for fights. Und sie fighten. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung, dass ich geliefert habe. Endlich.
Ja, zurück zur Rangthematik. Das Ganze sieht mittlerweile folgendermaßen aus. Und zwar haben wir ja im letzten Part eigentlich einen Schritt Richtung Silber 2 gemacht. Ich kann jetzt zwar nicht mehr genau sagen, ob wir sogar aufgestiegen sind oder nicht. Oder ob ich das halt einfach privat gemacht habe. Aber wir waren auf jeden Fall vor kurzer Zeit, waren wir Silber 2, so, ne? Also ein Schritt vorwärts so in dem Projekt. Und eigentlich alles schön und gut. Bis auf Folgendes. Und zwar, wir konnten es nicht halten. Und es blieb nicht einfach bei, wir konnten es nicht halten, sondern wir sind einfach runtergedroppt. Und das nach Silber 4. Und wir waren vor kurzem wirklich noch Silber 4. Scheiße, haben sie gekriegt. Ja, wir waren bis vor kurzem wirklich noch Silber 4. Mit irgendwie ein paar 90 LP oder so. Also wir hatten schon viele LP fairerweise. Aber wir sind einfach um zwei Elos zurückgejobbt, dafür, dass wir eine nach vorwärts gegangen sind. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Bitte nicht, bitte. Ne, so ein Catch kann so tödlich sein jetzt. Vor allem mit dem Baron. Das ist jetzt halt einfach nur so ein Fight, okay? Wer ist fetter, ich oder die Gwen? Und das Problem ist, ich muss die Frage leider mit der Gwen beantworten. Ja, ich muss die Frage leider mit der Gwen beantworten. Und das könnte jetzt schon das ganze Game gewesen sein. Ja! Crazy. Der Sein rennt da wieder Richtung Mitte. Ich sag ja, ist ein crazy Game. Er hat den Tower. Die Frage ist, kommt er jetzt weg? Ich glaube fast schon nicht. Schmeiß mal eine Rocket runter. Ja, ich hab's ja gekriegt. Okay, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Weil gleich wäre nochmal Drake ab. Und die ist auf jeden Fall zu spät. Aber die Diana darf nicht sterben. Ich habe mir jetzt einfach mal den HP-Potion geholt. Ich weiß, man sollte das eigentlich nicht machen. Aber ich sterbe einfach viel zu schnell. So, das war jetzt einfach mein Gedanke dahinter. Ob er jetzt gut ist oder nicht, lass mal offen. Auf jeden Fall, was ich eigentlich noch sagen wollte, und zwar eben diese Thematik mit dem Rang, das ist eben das Negative. Aber wir haben auch was Positives erreicht. Und zwar konnten wir schon so einen kleinen Erfolg erzielen. Also so ein, ja, so ein kleiner Erfolg, sag ich mal, für den Champion auch so ein bisschen. Und zwar etwas, was eigentlich jeder Spieler in League of Legends eigentlich gerne macht, beziehungsweise halt so ein Highlight für einen Spieler ist. Und zwar ein Pentakill. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon gesehen, aber ich habe, glaube ich, in der letzten Woche war das, oder in der vorletzten, weiß ich mehr genau, habe ich einen Short hochgeladen. So irgendwie, PUV, du machst mit Jinx einen Pentakill oder so. Das war ja, ich weiß jetzt actually gar nicht, ob ich den Pentakill nochmal im Part einblenden sollte, um das Ganze halt einfach auf Fullscreen zu haben. Weil eigentlich, finde ich, ist der Short schon recht ausreichend, also man versteht so das Wichtigste. Aber ja, ich werde ihn sicher irgendwo verlinken und vielleicht am Ende nochmal einblenden. Das könnte jetzt actually ein Game-Ending-Moment werden, ne? Ich werde jetzt hier definitiv auf Range wechseln. Pantheon geht rein. Den ersten haben wir raus. Ich sollte nicht auf Minions gehen. Zweiter haben wir. Wir haben es geschafft. Haben wir das Game gewonnen? Bitte sag ja. Das sollte reichen zum Finishen. Brauchen wir überhaupt Minions? Wir brauchen keine. Wir brauchen keine. Konnten wir das Game carryen? Irgendwie, auch wenn das jetzt nicht so ein krasser Carry war. Ja, Free Elo. Aber ein gewisser Bombenmeister wollte ja aufgeben. Und das war's. Das war's ja wahrscheinlich. Wir haben es hingekriegt. Wir haben das Game gewonnen. Ja! Aber ich hoffe trotzdem, dass es unterhaltsam war. Und hier haben wir jetzt einfach nochmal kurz schnell die Statistiken. Wir sehen jetzt die Gwen, die war wirklich crazy. Hat aber am Ende dann trotzdem nicht gereicht, um das Game carryen zu können. Wir haben sogar Anerkennung bekommen, nicht nur von unserem Supporter. Und damit würde ich sagen, können wir uns in Silber 3 noch ein weiteres Puffer-Game erlauben. Beziehungsweise einen Schritt näher Richtung Gold. Achso, wir werden wahrscheinlich das Ziel für das Project Jinx etwas verändern müssen. Und das ist folgendem Grund, weil wir haben jetzt etwa nur noch einen Monat Zeit für diese Ranked Games. Und wir sind einfach nicht da, wo wir eigentlich sein wollten. Und ich werde jetzt in der nächsten Zeit jetzt auch nicht sonderlich viel Zeit haben. Deswegen kann es gut sein, dass wir das Ziel nicht erreichen werden. Ich werde das Ziel jetzt einfach so provisorisch auf Gold runtersetzen. Ich sehe gerade jetzt, seit wann ist der Smaragd? Der wurde doch safe geboostet oder so. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ansonsten macht's gut, bis dann. Ciao!